Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Endlich drehen wir wieder draußen. Der Frühling kommt. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Heute Safari in Afrika. Danach was zum Oscar, denn der Oscar fällt ja diesen Sonntag aus. Wir haben ein bisschen Oscar dabei und natürlich Zeit fürs Meer. Viel Spaß. Aida Mira war in Afrika, die Gäste waren auf Safari und wir waren dabei. Und jetzt seid ihr auch dabei. Viel Spaß. Wie alle sie sehen haben, hätten wir nie zu träumen geglaubt. Nicht so viel versprochen. Löwen, Giraffen, Nashörner, Springbrücke. Die Elefanten waren natürlich auch noch zu sehen. War wunderbar. Wir haben ja heute die schöne Safari gemacht und haben da wirklich was Seltenes gesehen, was man in der Natur nicht alle Tage erlebt. Erstmal kamen da zwei Nashörner beobachtet und dann haben wir gesehen, wie das Nashorn im Prinzip den Löwen, die Löwin gesehen hat, die hinterm Busch versteckt war und ist da drauf zu. Die Löwin ist aufgesprungen und hinter den Gnus her und hat echt einen erwischt. Das war schon hammerhart, das war super zu sehen und auch vor allen Dingen, weil das ja die Weibchen machen, das Einfangen von Tieren, das Jagen. Dann kam so ein paar Minuten später dann auch der Löwe dazu. Die meisten möchten sowas nicht sehen, die sagen, ach, das arme Tier. Aber das ist ja die Natur. Die müssen ja von irgendwas leben. Die werden ja nicht gefüttert und das kommt man sehen, dass die noch auf sich selbst gestellt sind. Genau, und die Leute haben uns da auch erzählt, dass was dann ganz Besonderes ist, weil es eigentlich, wenn es passiert, dann in der Nacht passiert. Also das haben die selber noch gar nicht so häufig gesehen und haben es auch selber aufgenommen. Klasse, einmalig. Safari ist für uns komplett gelungen. Alles gesehen, was wir sehen wollen. Dieses Jahr ist es ja leider so, dass die Oscars verschoben worden sind. Sie hätten eigentlich stattgefunden heute an diesem Sonntag. Und wie gut, dass wir in unserem Archiv Entertainment Manager Danny haben, der sich genau damit beschäftigt hat. Die Oscars. Bitteschön. Hier die Ausschnitte unserer nominierten Filme und einen großen Applaus bitte. Jack, wohin entführst du mich? Rose, es ist eine Überraschung. Gedulde dich einen Augenblick. Doch nun tu mir einen Gefallen und schließe deine Augen. Und nun, Rose, öffne deine Augen. Oh mein Gott, Jack! Es ist so romantisch. So wunderschön. Und spürst du es auch? Dieses laue Lüftchen. Blaues Lüftchen. Bleib so. Sorry, unten in der Wäscherei war keine Wäscheleine mehr frei. Oh nein, wir haben keine Zeit und die Schlange an der Kasse ist so lang. Kein Problem. Entschuldigung. Avada Kedavra, Avada Kedavra, Avada Kedavra, Avada Kedavra, Entschuldigung, Avada Kedavra. Bitte schön. Dankeschön. Wir haben nur das.
Ich würde gerne ihre Nierchen genießen mit einem herrlichen Glas Chianti. Nierchen sind aus. Dann ein Caesar Salad. Und jetzt ist es soweit, die erste von zwei Portionen Sehnsucht für euch. Auslaufen aus Ibiza, strahlender Sonnenschein. Herrlich. Und bald ist es wieder soweit. Bitteschön. Und zum Schluss, wie immer, die schönsten Bilder von Bord mit der wunderbarsten Musik und mit Familie Frese und mit Familie Konrad. Und da fragt ihr euch zu Recht, wer sind die? Wir haben sie beide vergessen bei der Valentinsausgabe. Und es tut mir unendlich leid, die Bilder sind wohl ein bisschen spät gekommen. Bezaubernde Bilder und wir haben sie jetzt hier extra für euch eingebaut. Viel Spaß wünsche ich euch und bleibt gesund. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das.